Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Pupu. Hallo Pupu. Wo sitzt du gerade? Im Wedding oder in einem anderen Stadtteil? Kleiner Laptop. Ja, dann schöne Grüße aus Weißensee nach Schöneberg. Stell dich doch mal vor. Wie war denn das damals? Wie bist du denn eingestiegen? Wie bist du denn zu Wikipedia gekommen? Du hast jetzt ein paar Mal wir gesagt, also du hast nicht allein vorm Rechner gesessen? Ach so. Vorbildlich. Was hast du dann so bearbeitet? Hattest du da Interessenthemen oder bist du allgemein durchgewildert? Weißt du nicht mehr? War das deine Motivation damals, bei der Wikipedia einzusteigen?
Du sagst gerade, du HTML und so, konntest du alles? Ist das irgendwie familiär bedingt, dass du das, oder war das eigenes Interesse, dass du das angeeignet hast? Gibt's auch noch, ist als Wiki verfügbar. Benutzt du heute den Quelltext-Editor oder den Visual Editor? Nein, da weiß ich nichts darüber. Ich weiß, dass es Statistiken gibt, aber ob jetzt genau diese Frage beantwortet, weiß ich nicht. Ich weiß auch, dass die allermeisten Neuanfänger den Visual Editor benutzen, ganz einfach, weil er ihnen quasi vorgegeben wird. Sie haben schon die Wahl, aber sie werden schon dahin geschubst, den zu benutzen. Und es ist auch besser. Alles steht irgendwo. Was ist heute deine Motivation? Warum bist du nach so langer Zeit noch dabei?
Muss ich dann schon losreißen, es aus dem Herzen reißen, sozusagen. Ich habe schon mehrfach jetzt Gesprächspartner gehabt, die sagten, sie wüssten nicht, worüber sie noch schreiben sollten. Es gibt auch einige Leute, die sagen, die wesentlichen Artikel seien eigentlich geschrieben. So habe ich schon gehört. Und gibt noch so einen Seitenast, der sagt, 2 Millionen Artikel, die kann man nicht mehr verwalten. Wobei ich, okay, ich wollte eigentlich nicht sagen, was ich denke, sondern ich wollte dich ausfragen. Moment, muss ich mich kurz zusammenreißen. Genau, wenn ich mit Neulingen zu tun habe, dann lese ich auch oft so den Satz, weiß ich, dieses Spaßbad ist eines der beliebtesten in Remscheid. So, und dann schreib doch mal hin, ist 2016 eines der beliebtesten in Remscheid. Dann, das muss schon, das Beliebteste ist schon schwierig, so, dann macht man vielleicht noch einen Beleg dazu, weil das große Benutzerzahl hat, dass es noch 5 andere Spaßbäder gibt und dieses halt nun besonders reflektiert wird. Aber man hat auch gleich den Dreh drin, man schreibt für die Ewigkeit. Ne? Man schreibt nicht, weil in 2 Jahren kann es schon nicht mehr stimmen oder in 20, aber man hat hingeschrieben, jetzt 2016 ist es eins der beliebtesten oder eins der meistbesuchten. So, dann hat man auch bei dem Neuling gleich so eine Änderung. Du schreibst jetzt nicht für eine Tageszeitung, sondern du schreibst für eine Enzyklopädie. Disclaimer, ich habe keine Ahnung, wie viel Spaßbäder es in Remscheid gibt. Spielt es für dich eine Rolle, wie viele Leute deine Artikel lesen?
Hast du schon mal einen Artikel der Jury oder den Jurys vorgeführt, um dafür die Auszeichnung lesenswerter Artikel oder exzellente Artikel zu erhalten? Bist du in diesen Juryprozess reingegangen, um den Artikel zu verbessern oder um dieses Schleifchen dann zu kriegen? Ist eine fiese Zuspitzung, ich weiß. Was ist? Ich selber habe das quasi, also ich habe immer gesehen auf der Startseite und bei verschiedenen Artikeln, dass es das gibt, exzellente, lesenswerte Artikel. Und habe das jetzt im letzten Jahr mit einem Artikel gemacht. Wohnsiedlung Paulinenhof ist nicht lesenswert oder exzellent geworden. Ich weiß nicht mehr, wo ich mich angemeldet hatte, weil es zog sich irgendwie hin und war noch Anforderungen. Aber es hat wirklich zur Qualität des Artikels beigetragen, dass ich da denn das wiedergekriegt habe. Beim Dasselbe habe ich erlebt, als ich einen Artikel auf die Startseite bringen wollte. Hier, wie heißt es dort? Schon gewusst, genau. Da ist auch ganz viel an der Qualität des Artikels noch in die Höhe geschossen, weil die lassen da nicht jeden Artikel da drauf bei Schon gewusst, auch wenn es spannend ist, was man als Thema hat. Bei mir war es eine Laborantin, die Drogenproben gefälscht hat, um selber besser dazustehen für die Masse ihrer Arbeit. Und dann mussten 35.000 Fälle neu aufgerollt werden. Klingt ja erstmal spannend, aber der Artikel hat missfallen. So, der musste dann nochmal ein bisschen umgeschrieben werden. Das fand ich gut. Ja. Beides bei mir. Also ich musste, also ging soweit zur Diskussion, ob man wirklich den Artikel über die Frau schreibt oder über den Prozess. Das ist ja dann kein Biografieartikel, sondern die ist ja nur bekannt wegen dieses Prozesses, wegen sonst nichts. Also eigentlich sollte man über den Prozess schreiben und da biografische Daten einfügen. Interessant, dass ich mich damit mal auseinandergesetzt habe. Das war mir alles völlig unwichtig. Ja. Man hat dann halt so ein
Du hast gerade gesagt, du hättest an Schreibwettbewerben teilgenommen. Das habe ich noch nie gemacht. Kannst du mir was darüber erzählen? Erklär mir mal, was das ist überhaupt, der Schreibwettbewerb. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Das heißt, man muss schon ein bisschen Erfahrung haben, um da eine Chance zu haben im Wettbewerb. Das wäre aber eine guter Einstiegskarriereabschluss, dass man erstmal mit einem Mentorenprogramm anfängt, also von einem Einzelnen beraten wird und dann versucht, einen Artikel im Schreibwettbewerb zu landen. Ich glaube dann, wenn man das alles geschafft hat, dann ist man Wikipedianer. Nee, man muss sich noch beschimpfen lassen. Echt, ja? Ist ja auch so ein Gruppengedanke, sich auch schon so einen Namen zu geben. Und wenn sich eine Gruppe bildet, nach der Gruppentheorie gehört auch immer dazu, dass man andere dadurch ausschließt, die dann nicht Wikipedianer sind. Und dann gibt es halt auch, versucht man auch Abstufungen herbeizuführen, Anzahl der Edits oder irgendwas Messbares. So, oder schon sehr lange dabei. Ich zum Beispiel nehme es gern mit, dass ich eine höhere Reputation habe, weil mein Account so alt ist.
was eigentlich überhaupt nichts aussagt eigentlich, außer mein Alter. Aber was ich immer wieder bemerke, so auf Treffen, wie offen editieren, was du auch schon angesprochen hast, oder Neulingstreffen oder Wikipedia-Filmfrauen, dass die Leute völlig überrascht sind, mit wie sie mit offenen Armen aufgenommen werden bei den Wikipedianerinnen und Wikipedianern. Ich kann eigentlich Leuten, die bei der Wikipedia das mit dem Gedanken tragen, da anzufangen, empfehlen, zu so einem Treffen zu gehen, als Einstieg. Na. Man kann auch einfach so anfangen, das geht auch alles. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass wenn man jetzt einen neuen Artikel schreibt und dann landet zum Beispiel als erstes ein Löschantrag drauf. Da erstmal nicht sofort heftig zu reagieren, sondern sich das in Ruhe durchzulesen, so. Aber wenn man das nicht kann, wenn man sich schnell abschrecken lässt, dann ist wirklich der bessere Einstieg, erstmal zu so einem Realtreffen zu gehen. Und das kann man, tja, gibt es auch auf der Wikipedia eine Seite, wo man das sieht, wo solche Treffen stattfinden. Und da sind immer Neulinge herzlich willkommen. Man muss sich da nicht fürchten, dahin zu gehen. Ich habe noch nie gehört, dass da jemand schlechte Erfahrungen gemacht hätte. Wir haben jetzt schon zweimal vom offenen Editieren gesprochen. Darunter kann man sich, wenn man nicht weiß, was es ist, eigentlich nichts vorstellen. Klingt so ein bisschen wie Operation am offenen Herzen. Was ist denn offenes Editieren?
So habe ich das auch empfunden. Ich hatte, bevor ich da mal hingegangen bin, keine rechte Vorstellung. Ich dachte, dann sitzen alle stumm nebeneinander, was sie auch zu Hause tun können, um mal irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen oder so. Aber so ist es gar nicht dann, sondern wenn man dann mal wirklich eine Frage hat und manches lässt sich im persönlichen Gespräch leicht erklären, kann man die einfach in den Raum stellen und sofort springt jemand auf und hilft einem. Liebt man öfter, ne? Dass Leute begeistert sind von einem Format und dann das verbessern wollen, aber dann so übers Ziel hinausschießen, dass ein anderes Format dabei herauskommt. Und dann ist die Kunst, sie darauf zu bringen, dieses andere Format durchzuführen, einfach. Das, Weil die sowieso schon mal vers oder weil die schon mal sowieso versammelt sind. Ich habe ja meinen Podcast auch Wiki Stammtisch genannt, weil ich auf diesen Stammtischen immer interessante Gespräche geführt habe und das jetzt halt mit aufzeichnen will. Und es gibt halt auch nicht nur Wikipedia-Stammtische, aber sondern zum Beispiel auch, was weiß ich, Wikivoyage-Stammtisch, Wikisource-Stammtisch, so, ne? Also für die sogenannten Schwesterprojekte. Aber es gibt auch andere Stammtische, zum Beispiel OpenStreetMap führt auch Stammtische durch. Und ja. Genau. Also es geht da nicht nur darum, Bier zu trinken. Ich selber trinke immer nur Cola, sondern eigentlich geht es um die Gespräche. Da und da.
Na, und das ist das Tolle daran, dass man das machen kann. Und es gibt auch. Ich war zu Anfang auch nicht sicher, wie das wird, ob jemand kommt, so. Oder ich war auch offen dafür, dass man vielleicht zu viert das macht oder zu dritt und dann immer über die sich ändernden Themen spricht, aber es hat sich erstmal als Interviewformat etabliert von selber sozusagen. Ja, aber ja, ich war jetzt bin gestern vom Chaos Communication Kongress in Hamburg wiedergekommen, wo es eine große Podcast-Ecke gab, einen großen Podcast-Tisch gab es, wo man mit 8 Headsets, wo am laufenden Band Podcasts aufgenommen wurden, auch ein Wiki-Stammtisch. Es gab eine große Bühne, auf dem Podcast aufgezeichnet worden und über das Podcasting gesprochen wurde. Es nimmt gerade an Fahrt auf. Also vor 2 Jahren haben sie noch unter der Rolltreppe gestanden. Letztes Jahr hatten sie schon eine kleine Bühne, dieses Jahr eine große Bühne. Podcasting wird für immer mehr Leute interessant, weil Podcasting eben nicht ist, sich eine Sounddatei am Computer anhören, sondern das mit dem Mobilfunk zu hören, wenn man unterwegs ist. Es hat auch den Vorteil gegenüber beispielsweise Lesen, dass man die Augen noch frei hat und die Hände frei hat. Na, man kann. Es gab ja eine große Welle vor etwa 3 Jahren oder 4 Jahren mit den Hörbüchern, das kam so auf, dass man sich halt für 10 Euro, 20 Euro ein Hörbuch gekauft hat. Und das geht jetzt eher aufs Podcasting über, wobei da sich, wie ich jetzt gelernt habe, auch so die 1 Stunde als Obergrenze gern gehört wird. Es gibt auch Podcasts, die 2 oder 3 Stunden dauern und trotzdem ganz viele Zuhörer haben, weil die einfach so gut sind. Ja, und dann gibt es noch so 5-Minuten-Podcasts von den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel. Und es gibt ganz unterschiedliche Themen. Also es ist über Fußball, über Politik, über Angeln, über. Ich habe oft abends Radio gehört, dann wollte ich auch keine Musik hören, sondern Leute, die sprechen, wo ich dann auch drüber nachdenken kann, so um runterzukommen. Aber es ist halt, wie heißt es, lineares Radio hören. Man ist darauf angewiesen, dass jetzt was Interessantes gesendet wird. Und das kann man mit einem Podcast eben umgehen, so wie man mit Netflix oder Watchever oder YouTube das umgehen kann, am Fernseher inzwischen schon, und sich wirklich nur Sendungen anschaut, die einen jetzt wirklich interessieren oder auch da was Neues entdecken kann, ohne davon abhängig zu sein, was jetzt gerade läuft, kann man das eben auch im Hörbereich machen. Auf der anderen Seite kann man auch vorspulen.
Ist eigentlich der Abspann zu lang, wo ich die Lizenz erkläre? Ja. Ja, ich möchte das, also mein Gedanke dahinter war, dass Leute, die mit der Lizenz erstmal nichts anfangen können, das wirklich erklärt kriegen, wie das, was sie jetzt damit mit diesem Podcast tun können. Ja, es hat, ja, ich hatte. Bis jetzt nicht, nein. Ich lade es ja auch. Ich lade es einmal in einen WordPress hoch, weil technisch nur RSS-Feeds nur darüber erzeugt werden können. Das geht in Wikimedia nicht, obwohl ich da auch jetzt schon arbeite an einem Entwurf, wie man es da reinbringen könnte. Und ich lade es aber auch nochmal auf Wikimedia Commons hoch, so für die Ewigkeit. Ja, ich habe jetzt schon mit Radiomachern gesprochen, die sich durchaus interessiert zeigten. Dort muss man es aber auf eine halbe Stunde oder auf eine Stunde genau hinschneiden. Und das muss ich jetzt nicht selber machen, sondern das kann jemand machen durch diese Lizenz. Und man hat auch O-Töne von Leuten, die interessant sind, die entweder was Interessantes sagen oder durch ihre Person interessant sind und könnte die verwenden. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei Biografieartikeln, also bei Leuten, die einen eigenen Wikipedia-Artikel haben, wie Erik Möller oder Deborah Weber-Wulff, dass das so als Sprachbeispiel dient. Das wäre auch noch eine Nachnutzungsmöglichkeit. Also ja, doch, gibt Szenarien. Ich weiß aber noch keins, wo das passiert wäre. Ach so, ich habe mit Creative Commons Leuten, also von der Organisation, mal gesprochen auf einer Konferenz und die sagen, also ihnen ist schon klar, dass es manchmal kompliziert sein kann, diese Lizenz wörtlich zu nehmen. Sie wird ja auch ständig abgedatet noch. Na, und es ist ja deswegen auch damals der große Schritt in der Wikipedia von der GNU FDL-Lizenz. Free Document License hieß die, glaube ich, hin zu Creative Commons, weil die GNU FDL verlangt hat, dass man die komplette Lizenz hinzufügt. Das heißt, selbst wenn man nur ein Zitat brächte, müsste man die komplette Lizenz hinzufügen. Das ist schon mal Quark. Jetzt muss man es ja nur noch, genau, jetzt muss man es nur verlinken, nur nennen und wenn möglich verlinken und auch wo man es nennen muss, möglichst nah am, da wo es zitiert wird, aber auch der letzten Seite eines Bildbandes würde schon ausreichen. Und auch auf einer Webseite muss es nicht unbedingt neben dem Bild, sondern in der Nähe des Bildes stehen. Die komplette Lizenz? Ja, auch Creative Commons ist ja ein Bausteinsystem und sie fahren gerade die Komplexität wieder zurück, habe ich so den Eindruck. Es gab verschiedene Sprachversionen. Ja, sonst kann man es nicht benutzen, weil man dann wirklich jeden einzelnen Satz dann wieder lesen muss und davon wollte man ja wegkommen. Ja. Auch das Absterben der Non-Commercial-Lizenz kann ich nur befürworten. Ja. Aber wo wir jetzt mal den Bogen zu Wikipedia auch wieder zurückschlagen könnten, wäre, spielt für dich eine Rolle, dass die Texte und die Bilder dort unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden? Ja,
Und was wäre so eine Unfreiheit, die dir gerecht würde? Nun, ich denke, also oder ich mache es mal an einem Beispiel. Wiki Travel gab es mal eine, oder gibt es immer noch, ein Wiki-Projekt, wo Reiseführer erstellt wurden und werden. Und davon hat sich abgespalten Wiki Voyage. Also viele Leute sind rüber gewechselt. Und der Begrund war, dass es nicht mehr unter einer freien Lizenz stehen sollte. Und die Leute sagen, wenn ich hier etwas produziere aus freien Stücken, dann soll niemand es einfach für sich beanspruchen können, damit Geld verdienen und allen anderen davon ausschließen, damit Geld zu verdienen. Sie wollten nicht, dass, ja, ich weiß nicht, wie man das. Ja, das, genau. Das könnte durchaus sein. Und das war ja bei Wiki Travel, Wiki Voyage auch der Punkt des Streites, dass die gesagt haben, nein, du sollst jetzt nicht als Einzelner, du sollst nicht andere davon ausschließen dürfen, das irgendwie zu nutzen. Und es soll jede Schule und jede kleine Lokalblatt oder jeder, weiß ich, irgendwie Kegelverein das einfach nutzen können, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Müssen sie leider doch, weil die Lizenzen noch zu kompliziert sind. Freien Lizenzen, obwohl sie schwierig sind, haben doch einen gewissen Erfolg. Und ich glaube, dazu trägt sehr bei, dass die normale urheberrechtliche Nutzung ebenso schwierig ist, mich den Lizenzgeber zu finden für ein Foto, was ich jetzt irgendwo gefunden habe. Und dann einfach zu klicken und ich will es jetzt auf meinem Kegelverein-Seite benutzen und da gucken im Jahr irgendwie 20 Leute drauf und hier 11 Cent. So, fertig. Und das geht, so funktioniert es halt nicht.
Man müsste dann quasi noch mal recherchieren, beispielsweise bei einem Bild, müsste man noch mal eine Bildersuche starten und gucken, ob das Bild noch woanders auftaucht, woraus sich dann ergäbe, dass es eine Raubkopie ist, die einfach bei Wikimedia Commons hochgeladen wurde. Das klingt jetzt sehr einfach, aber es gibt Online-Bilddatenbanken, die das auch behaupten, dass sie das jetzt, indem man da kauft, dass man dann rechtssicher ist. Und dann stellt sich raus, nein, ist es doch nicht. Genauso gibt es. Interessanter Punkt. Hast du da Ideen oder Vorschläge, wie sowas aussehen soll? Nicht unerwähnt lassen will ich die Fälle, wo Leute Bilder von Wikimedia Commons nutzen, sie dann aber nicht mal die wenigen Bedingungen erfüllen, die dort gestellt werden, eben Nennung der Quelle, Anwendung der Lizenz, und dann durchaus viel Geld bezahlen müssen, verklagt werden. Namentlich wird das politisch verwendet, um gegen rechte Parteien vorzugehen. Ist dann auch nochmal, ich weiß nicht, wie man das bewerten soll, aber das zeigt auch, dass es jetzt nicht einfach so frei ist wie die Luft zum Atmen, sondern eher wie Freibier, wo man nochmal nachfragen soll, ist es wirklich jetzt kostenlos? Ja, dann. Creative Commons Lizenzen sehen ja vor, dass man noch Zusatzbedingungen definieren kann. Und was mir auf Wikimedia Commons bei Bildern unterkommt, ist zum Beispiel, dass dann verboten wird, dass es auf Facebook benutzt wird, das Bild. Oder es wird gesagt, es soll nur auf Wikimedia-Projekten benutzt werden. Das ist für mich dann nicht mehr frei, dieses Bild. Ich würde es dann auch lieber gar nicht bei Wikimedia Commons nicht haben wollen. Okay, lass uns mal einen Bruch machen. Wir haben noch einige Themen im Vorgespräch besprochen, auf die ich gerne noch kommen würde. Und zwar eine Sache, die eigentlich mir auf der Seele liegt, immer wenn ich Frauen hier im Gespräch habe, spreche ich sie auch darauf an, auf Frauen in der Wikipedia.
weil das halt eine Minderheit ist und weil ich das sehr schade finde und weil Frauen es auch nicht leicht zu haben scheinen in der Wikipedia. Ich kann das nicht wirklich erleben, weil ich einfach keine Frau bin. Vielleicht sollte ich mir mal einen weiblichen Account zulegen. Das wäre auch so eine Idee. Was erwartet mich denn dann? Wie hat sich das geäußert, dieses Anderssein? Und wie ist das, wie anders ist denn das Verhalten? Wie äußert sich das? Hast du negative Erfahrungen gemacht, als Frau in der Wikipedia zu arbeiten? Ach so. Wobei ich bei Wikiwoman eben gehört habe, dass es Frauen wertschätzen dann oder für sie auch leichter ist, wenn da wirklich nur Frauen sind, auch erfahrene Wikipedianer, die ihnen helfen. Aber du hast natürlich recht, die Vorbereitung, Ausrichtung, irgendwelche Projekte durchführen, warum sollen da keine Männer mitmachen? Aber mindestens eine sehr positive Erfahrung hast du ja gemacht im Rahmen der Wikipedia. Genau, du hast den einen gefunden. Wie hat sich das ergeben?
Arbeitet ihr auch zusammen an der Wikipedia? Und er ist exzellent. Und es gibt ihn in einer gesprochenen Version. Es ist aber nicht so, dass ihr euch gegenseitig Wikipedia-Bettwäsche schenkt zu Weihnachten. Und auch keine Wikipedia-Bälle als Lampen und sondern ganz normaler intellektuellen Haushalt. Hat das Foto. Hat das Foto, was du ausgesucht hast, was mit deiner Hochzeit zu tun? Ah, in diesem Garten. Mit Fußballfeld. Schön. Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt eine Stunde rum, das beliebteste Zeitformat bei den Podcast-Hörern. Wir spielen jetzt noch ein wenig Musik, die hast du ausgesucht. Wolltest du noch ein paar Worte dazu sagen? Genau, von The Tudor Consort unter einer CC BY 4.0 Lizenz. Das hören wir jetzt an. Ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Tschüss.